geht um die Würde und das spürte ich. Ich hatte das Gefühl, erniedrigt zu werden. Ist dies eine virtuelle Leibesvisitation, bei der zu viel offenbart wird oder ein wichtiges neues Werkzeug der Flugsicherheit? Ganzkörperscanner an europäischen Flughäfen haben zahlreiche Kontroversen ausgelöst und uns verdeutlicht, warum es wichtig ist, unsere europäischen Grundrechte genau zu beobachten. Kritiker der Scanner sprechen über Würde und Intimsphäre. Der Flughafenscanner wurde in Europa eingeführt, nachdem 2009 ein junger Mann versucht hatte, eine Maschine auf dem Flug von Amsterdam in die USA zu sprengen. Den Sprengstoff hatte er in seiner Unterwäsche versteckt. Scanneraufnahmen, die im Internet und in den Medien kursieren, vermitteln den Eindruck, nicht zu detailliert und explizit zu sein. Aber Aufnahmen wie diese, die ein Brite uns zuspielte, zeigen, dass weit mehr zu erkennen ist, als man meinen möchte. Diese Frau aus Malta erfuhr am eigenen Leib, wie der Scanner eingesetzt wird. Wenige Tage zuvor war die europäische Organisation, für die sie arbeitet, um eine Einschätzung gebeten worden. It was horrible. Es war schrecklich. Zunächst wusste ich gar nicht, dass ich durch einen Bodyscanner geschickt wurde. Man schickte mich durch so ein Glasding. Als ich drin war, bemerkte ich, dass es ein Bodyscanner war. Danach beschwerte ich mich und sagte, ich hätte das Recht zu entscheiden. Daraufhin hieß es, entweder gehen Sie da durch oder Sie dürfen nicht fliegen. Ich fand das wirklich erniedrigend. Meine Würde wurde verletzt. Und nur weil ich fliegen wollte, wurden meine Rechte beschnitten. Ich finde nicht, dass die Rechte der Sicherheit geopfert werden dürfen. Brüssel legte unter Berufung auf Artikel der Grundrechtecharta neue Regeln fest. Damit dürfen Passagiere ablehnen, gescannt zu werden. Und sie müssen eine Alternative wählen dürfen. Dies ist weiterhin ein Streitpunkt zwischen Brüssel und Großbritannien, das genau diese Alternative nicht anbietet. Das neue Gesetz verbietet eine Speicherung der Bilder. Außerdem müssen sie in einem separaten Raum überprüft werden. Aus gesundheitlichen Gründen dürfen europäische Flughäfen außerdem nur Bodyscanner ohne Röntgenstrahlung einsetzen. Aufgrund der Bedenken in Bezug auf die Privatsphäre setzen einige Flughäfen eine andere Technik ein. Anstelle der Nacktbilder sind nur Strichmännchen zu sehen. Doch auch das genügt manchen Initiativen, die den Scannern kritisch gegenüberstehen, nicht. Sie fordern weitere Zugeständnisse an die Passagiere. Einerseits muss Anwälten und Regulierern Genüge getan werden, doch wenn wir hören, dass manche Leute gezwungen werden, sieht die Sache anders aus. Die Frage ist auch, ob Männer die Scannerbilder von Frauen anschauen. Da sind noch viele Fragen offen. Trotzdem dreht sich die Debatte mittlerweile um die Frage, wie können wir diese Technologie akzeptabel gestalten? Die Frage der Intimsphäre wird nicht mehr ignoriert. Doch leider ist die Sicherheit nach wie vor ein Totschlagargument gegenüber allen Einwänden. Dies ist ein Beispiel dafür, dass Grundrechte von Anfang an in die Folgenevaluierung einbezogen wurden. Die Kommission erarbeitete Vorschläge, wie die Sicherheit einerseits und die Intimsphäre andererseits geschützt werden könnten. Natürlich liegt der Kommission daran, beides zu gewähren. Das Endresultat stellt die bestmögliche Lösung dar. Die Grundrechtecharta der Europäischen Union trat im Dezember mit dem Vertrag von Lissabon in Kraft. Die Charta besteht aus 6 verschiedenen Kategorien. Dignity. Würde des Menschen. Justice. Justizielle Rechte. Freedoms. Freiheiten. Solidarity. Solidarität. Citizens. Bürgerrechte. Rights. Gleichheit.
Aber offenbar verstehen die Menschen nicht wirklich, welchen Nutzen die Charta bringt. Sie ist beispielsweise nur in EU-Ländern bindend, die EU-Recht anwenden. Die Europäische Kommission gibt einen jährlichen Lagebericht zur Anwendung der Charta heraus. Die neue Ausgabe erscheint demnächst. Einer der wichtigsten Aspekte, den die Charta leistet, ist, dass sie den Menschen die Möglichkeit einräumt, vor Gericht für ihre Charta-Rechte zu kämpfen. In any situation which is covered by EU law. Das umfasst die ganze Palette fairer Prozessrechte. Das ist der Unterschied zu der Europäischen Menschenrechtskonvention, die diese Rechte nur in speziellen Fällen einräumt. Damit ist die Charta viel umfassender, allerdings nur, wenn ihr Anliegen unter das EU-Recht fällt. Ein Szenario, das nicht darunter fällt, ist beispielsweise eine Klage gegen Personenkontrollen der Polizei auf der Straße. Da es hierzu kein EU-Gesetz gibt, kann Brüssel sich derartiger Klagen nicht annehmen. Natürlich werden die Standards der Charta in ganz Europa immer mehr akzeptiert. Großbritannien und Polen brachten besondere Vorbehalte in die Charta ein. Das heißt, sie wollten sie nur eingeschränkt bindend gestalten. Aber erst letztes Jahr, im Fall von Asylbewerbern, die nach Griechenland abgeschoben wurden, entschied das Gericht ganz eindeutig, dass Großbritannien und Polen in diesem Fall den Regeln der Charta unterstanden. Das verdeutlicht einiges. Das Menschenrechtsgesetz integrierte einen Aspekt in die britische Gesetzgebung, der in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts konzipiert wurde. Es ist also vollkommen unabdingbar, es an das moderne Leben und die moderne Technik anzupassen. Der nächste Schritt wird sein, herauszufinden, wie die Menschen ihr Leben leben können, ohne auf diesen Schutz angewiesen zu sein. Also wie man Regierungen davon abhält, übergriffige Politik zu machen, die dann vor Gericht angefochten werden muss.